Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wir haben in der letzten Folge erstmal ordentlich geschmiedet. Wir tragen jetzt so eine schöne Lederkluft mit so einer Aufseherrüstung. Und nicht verwundern, wegen dem schönen Rucksack, werden wir jetzt die Klaue zurückbringen. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. So ist es, Lukan. Ihr seid vom Ödstor-Zügelgrab zurück. Habt ihr etwas gefunden? Wir haben die goldene Klaue. Ihr habt sie gefunden? Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Zack. Fertig. Oh. 400 Septime bekommen. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ja. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Bitteschön, bitteschön. Wir könnten sie natürlich jetzt auch direkt wieder stehlen, ne? Das wäre auch möglich. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Gucken wir doch mal, was er noch so anzubieten hat. Ne? Wir haben nämlich, wir müssen mal gucken, ein Amulett von Mara. Wiederherstellungszauber kosten 10% weniger Magika. Das braucht man natürlich nicht. Ein Ring der geringen Beschwörung. Beschwören tun wir nicht. Das Blocken mit einem Schild absorbiert 15% mehr Schaden. Ja, wir haben ja jetzt einen Zweihänder. Die Halskette der Magieresistenz. Oh, ist die teuer. 1300 für 10% Magieresistenz. Also verkehrt ist es nicht. Ne? Verkehrt ist es nicht, aber es ist teuer. Hast du... Er hat einen Dietrich. Den kaufen wir schon mal raus. Oh, der hat einen mächtigen Seelenstein. 1500 Gold. Aber der ist halt mächtig, ne? Ich glaube, den großen Seelenstein hatten wir das letzte Mal schon gesehen. Aber so einen mächtigen... Heieiei, er hat ein paar Zauber, Materialien und Co. Okay, gucken wir mal, was wir vielleicht da kaufen dürfen. Eine Butter, Mehlsack, jawohl, und das rohe Krabbenbein. Feuer, Ball werden wir auch verkaufen. Also beschwört einen Sturm-Atronarchen für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Könnten wir mal aufheben, falls wir mal irgendwo Probleme haben. Mehr Begleiter dabei haben ist super. Zaubertrank der Blitzresistenz, der Frostresistenz. Ja, und ich glaube, das war's. Nee, gewöhnliche Bauernstiefel. Du kaufst auch Schmuck? Ja, das ist doch praktisch. Silberne Halskette und silbernen Amethystring. Den haben wir selbst hergestellt, ja. Das ist ein guter Ring. So. Haben wir die Klaue schon mal zurückgegeben? Trollschädel brauchen wir nicht mehr. Den Rest können wir behalten. Okay. Also gut. Also gut, so sieht's aus. Draußen ist immer noch ekeliges Wetter. Ich hoffe, ihr habt schöneres Wetter als wir hier. Und wir müssen doch mal direkt gucken... Wir haben einen Stufenaufstieg und ich denke mal, wir nehmen die Ausdauer mit. Jawohl, wir haben jetzt auch wieder einen Punkt drauf bekommen. So, wir werden jetzt... Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin, aber ihr scheint in... Ihr scheint in Ordnung zu sein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ja, das vielen, vielen Dank. Ich wollte aber eigentlich nur an den Alchemietisch. Denn wir werden jetzt mal ein wenig uns um die Alchemie kümmern. Wir sind ja die ganze Zeit fleißig dabei, hier unsere Sachen zu sammeln. Aber wir haben keine Ahnung. Aha, Gesundheit wiederherstellen. 23 Gesundheitspunkte, ja, da wirst du uns direkt ein paar mehr Tränke von machen. Wir haben ja doch gar keine Ahnung, was wir eigentlich hier für Ressourcen im Inventar haben, ne? Das ist ja unglaublich. Wir haben auch hier ein paar gestohlene Sachen noch dabei. Die müssen natürlich irgendwie weg. Was ist denn, wenn wir die Fallwurzel mit Hängemoos kombinieren? Dann sagt der Weißer nicht. Nimm dazu Hexenrabenfedern und Magika senken, Magika senken. Effekt entdeckt. Ah ja. Hexenrabenfedern, Knochenmehl mit roter Bergblume.
Aha, Beschwörung verstärken. Und so funktioniert halt die Alchemie, ne? Es ist an für sich schon ganz nett. Nee, wir müssen mal gucken. Die blaue Bergblume, die hat nämlich die Möglichkeit... Oh, das wollte ich gar nicht. Alchemie verbessert. Die hat die Möglichkeit, das ist also... Alchemie funktioniert so, wir brauchen zwei Grundkomponenten und eine optionale Komponente. Ne, die Grundkomponente sagt, was es für ein Trank wird, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und die optionale Komponente fügt sogar noch einen Effekt hinzu. Glaube ich zumindest jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, das ist leider fehlgeschlagen. Das ist natürlich schade. Ektoplasma mit Knoblauch. Ah, ist auch fehlgeschlagen. Wir suchen nämlich nach wie vor die Gesundheit, die wir verstärken können. Wir nehmen mal mit... Wir nehmen mal die Pilze hier. Oha. Dauerhafter Gesundheitsschaden. Gesundheitsschaden, Gesundheit wiederherstellen. Der Kobold-Schemel. Das heißt, du wirst ein Heiltrank, ne? Schon wieder. Ja, das finde ich gut. Schade. Da müssen wir noch mehr Pilze sammeln. Wirst du auch einen Heiltrank? Nee, ist fehlgeschlagen. Also Pilze sind nicht unbedingt direkt Heiltränke. Schimmerpilz? Gesundheit verstärken. Gesundheit wird für 60 Sekunden lang erhöht. In ein Schlachterfischei. Nee. Schlachterfischschuppen? Nee. Chitin? Nee. Ah, Schneebären? Nee. Also so, wir müssen ja herausfinden, mit was wir was kombinieren können, versteht sich. Damit wir wissen, was dann dabei rauskommt. Na, das ist auch nicht kombinierbar. Mit dem Spinnenei haben wir Magieregeneration senken. Steinhuscherei. Gesundheit wiederherstellen, jawohl. Okay, ein Steinhuscherei. Weil wir brauchen ja Heiltränke, vor allen Dingen Heiltränke. Ich denke mal, so Ausdauertränke werden vielleicht auch wichtig, wenn wir dann im Nahkampf kämpfen. Und Säbelzahntigerauge. Mhm. Und Todes- und Trollfett. Ja, mach mal. Gesundheit wiederherstellen. Schön. Glühstaub. Ich weiß nicht, ob Glühstaub... Ach doch, Magieregeneration senken. Ein Heiltrank ist. So, was haben wir jetzt noch? Knochenmehl und Kriechranke. Denn gerade die Heiltränke, genauso wie Mana und Ausdauertränke, ne, die Grundtränke, die sind ja wichtig. Na, und da würde ich schon gerne wissen, was wir da kombinieren müssen, damit das dann was damit es halt funktioniert. Ne? Der nee. Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt Stadt. Magieregeneration. Großreden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Die Baden. Frustresistenz, jawohl. All unseren Met, nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Wagners Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Das hatten wir schon gelernt. Ausdauer senken. Feuerresist. Also, es gibt alles, ne? Irgendwie. Es gibt alles. Oh je, da haben wir jetzt eine Menge entdeckt, ne? Ausdauer wiederherstellen, wiederherstellen und Frostresistenz. Ach du Jemini, das Spinnenei war ja meistens für Gifte, ne? Die Todesglockenblume war bestimmt auch ein Gift und das kann man ja mit der roten Bergblume kombinieren, oder? Gesundheit senken. Und die Alchemie ist verbessert, ja. Dich mit dir macht Gesundheit senken. Achso. Was haben wir denn noch? Knochenmehl? Einst ein Dreck Ragnar, der Rote genannt.
Illusion und Magika wiederherstellen. Eislauf geritten von Rorikstadt stammt. Groß reden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beuteglück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Hilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. So ist es. Ich sehe gerade, wo war das? Mit dem Spinnenei Magika-Regeneration senken für 200 Gold. Senkt die Magika-Regeneration des Ziels um 100%. Also um 100%. Das ist natürlich, das ist ein heftiges Gift. Gerade wenn wir gegen Magier kämpfen. Ne? Stell das mal her. Gesundheit wird erhöht. Boah. Ist ja noch mehr wert hier. Mit dem Knochenmehl hier, ne? Ach du Himini. Okay. Da können wir ja mal eine Ruhe herstellen. Also, ich weiß gar nicht, ob es auch vom Wert abhängig ist, wie viele Punkte wir dazu bekommen. Aber die Gifte, die wir da hergestellt haben, die waren da schon holla, ne? Was haben wir denn noch? Stellt Magiker. Ja. Magiepunkte sind immer gut. Haben wir da irgendwie eine Subkomponente? Machen wir es einfach mal so, ne? Wovon haben wir denn richtig viel? Rote Bergblume, ne? Oh, Zaubertrank fehlgeschlagen. Also, es ist, wie es ist. Es ist schwer, sagen wir es mal so. Zaubertrank wieder fehlgeschlagen. Man darf sogar 4 Komponenten reinlegen. Das ist mysteriös. Magika verwüsten. Der Wert 2 Gesundheit senken. Also das müssen wir, glaube ich, nicht herstellen, ne? Was haben wir denn noch? Zaubertrank fehlgeschlagen. Das funktioniert auch nicht. Distelzweig mit Knochenmehl. Das würde noch klappen. Sehr gut. Dann haben wir noch Knochenmehl mit Distelzweig und Schimmerpilz. Oder der blauen Bergblume, ne? Ja. Hauptsache, wir werden einfach ein paar Materialien weg, ne? Also, die wiegen ja immer alle. So, mit dir können wir nichts machen, mit dir können wir nichts machen. Und ihr drei zusammen, mit euch können wir auch nichts machen. Also die vertragen sich halt jetzt hier nicht. Okay, aber wir haben ein paar Punkte in der Alchemie dazu bekommen. Wir haben auch ein wenig schöne Bardenmusik mit dazu bekommen. Gut, und die Tränke können wir natürlich jetzt für einen gewissen Wert selbstverständlich verkaufen. Ne? Und wo sollen wir denn woanders hingehen, wenn nicht dann zum Gemischtwarenhändler? Und dann geht's weiter. Hello. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ja, so ist es. Ich danke euch. Ja, bitte, bitte. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Das Flusswald-Handelskontor... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Etwas hiervon, etwas davon. So, wir dürfen nämlich jetzt unsere ganzen Tränke, die wir hergestellt haben, je nachdem, ob wir sie brauchen oder nicht, für einen guten Preis nämlich verkaufen. Illusionszauber verstärken. Ich habe keine Ahnung, was Illusionen sind, ne? Aber
18-mal Frostresistenz zum Beispiel. Also solche Sachen können halt weg, ne? 7-mal Frostresistenz, Feuer, 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 Beschwörung verstärken, weg. Also das sind zu viele Tränke, ne? Das geht ja alles auf unser Gewicht. Gesundheit wiederherstellen ist okay. Gesundheit verstärken brauchen wir, glaube ich, nicht. Das erhöht nur für einen kurzen Zeitraum unsere Gesundheit. Ich wüsste nicht, warum wir den Trank schlucken sollten. 20%ige Frost- und Blitzresistenz. Das können wir aufheben. Das Ziel ist für 3 Sekunden lang gelähmt. Kreaturen und Personen greifen jeden in der Nähe an. Also was es hier für Sachen gibt, ne? So, hier, das können wir doch verkaufen. Ja, das bringt uns doch Geld hier. Ja, bitte. Also da, ja, da kann man mal sehen. Die Alchemie ist Wahnsinn, wenn es ums Geld geht. Ja, die 9 Tränke, weg, weg, weg. Ausdauer verwüsten kann auch noch weg. Frostbissgift ist ja von der Spinne, ne? Die brauchen wir auch nicht. So, jetzt haben wir Traglast 119. Ich glaube, so viele Gifte brauchen wir halt gar nicht. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt mit Gifte arbeiten. Dich können wir noch verkaufen, du bist was wert. Ja, und ich denke mal, die Lähmung klingt ganz interessant. Magika senken, Magika verwüsten. Entzieht dem Ziel 10 Sekunden lang 5 Punkte Gesundheit pro Sekunde und stellt 23 Gesundheitspunkte wieder her. Ausnahmsweise. So. Frostresistenz. Und du kommst auch noch weg, weil ich dich nicht so ganz verstehe. So, den Rest können wir ja erstmal so beibehalten. Ja, das sieht doch gut aus. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas? Nö, ne? Nö, es sieht auf jeden Fall gut aus. So können wir arbeiten. Ja, so geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Also mit der Alchemie werden wir ja immens reich, ne? Da müssen wir nur weiterhin unsere Blumen pflücken. So sieht's aus. Cool, sehr cool. So, natürlich... Ihr seid neu hier. Ja, ich weiß, wir sind neu hier. Ich hätte gerne den Zwergenbogen auf der 1 und das Schwert auf der 2. Dann nehmen wir die Torch auf die 3 und ich auf die 4. So. Schone ich euch noch, aber verscherzt es euch nicht mit mir. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, es ist einfach traumhaft schön. Na, also, ich hätte nicht gedacht, dass wir mit den Berufen doch so sehr ins Detail gehen müssen. Aber da sieht man mal, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Wie schön das halt ist, ne? Ich hatte es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, aber auch für mich ist ja gerade Oblivion oder Morrowind extrem lange her. Und ich kann mich da nur an vereinzelte Sachen zurückerinnern, weil es halt schon so mega lange her ist. Da gab es ja auch Tränke, da konnte man irgendwie quer über die Berge springen und all so ein Kram. Also da gab es ja... Da gab es auch sehr viel merkwürdiges Zeug, aber es ist dennoch, es macht Spaß. Es ist schön, dass man dafür belohnt wird, wenn man halt hier mir dir nichts, ne, hier mir nichts, dir nichts, oh, es sieht so unfassbar gut aus, dass ich schon gar nicht mehr reden kann, ne, dass wir mir nichts, dir nichts, so viele tolle Sachen herstellen können. So schön. Gut, unser Ziel ist es natürlich, dass wir jetzt nach Weißlauf zurückkehren. Genau. Das sollten wir machen. Und in Weißlauf müssen wir ja dem Fahrengar, hieß er, glaube ich, ne, diesem Hofmagier, dem müssen wir ja unser Zeug geben. Das war der Plan. Ach, hier unten ist gerade die Patrouille, ne? Sehe ich gerade, von den Kaiserlichen. Die waren nämlich in meinem zweiten Durchlauf nicht da, was mich ein wenig verwundert hat.
Gefangener der Talmor. Oh. Moment mal hier. Statthalter der Talmor. Hallo. Darf ich mich hier mal bedienen? Das geht euch nichts an, Bürger. Hey, jetzt werd mal nicht frech hier, ne? Nur weil du Magier bist, heißt das nicht, Geht. Sofort. Wer seid ihr denn? Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Aha. Und was, wer sind denn die Talmor? Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. War das jetzt gerade eine Drohung? Ich weiß halt nicht, ob das so klug ist, dass wir uns mit denen anlegen, ne? Aber das und vieles mehr sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin. Talmor des Almeri-Bundes. Das sind ja eigentlich unsere Feinde, ne? Das sind die Feinde. Was hast du denn dazu? Das sind Feinde, ja.